Ey, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start am Sound. Es war Samstag und willkommen zu dem Video, was anstatt den Community-Beschworungen kommt. Einer hat sich gewünscht oder beziehungsweise vorgeschlagen: Heaven, wieso machst du das nicht mal wie YD, dass du einfach zwei Gildenkämpfe an einem Tag in einem Video zusammenpackst? Und da habe ich gedacht, gut, ist ja eine schöne Alternative. Das heißt, wir beginnen heute Morgen, beziehungsweise ist es, naja, Anfang Mittag, 12 Uhr, mit dem ersten Gildenkampf und heute Abend nehme ich dann den zweiten Gildenkampf auf und dann schneide ich die einfach zusammen und dann haben wir ein längeres Gildenkampf-Video. Ich freue mich drauf. So, wir sind natürlich weiterhin auf der Jagd nach vollständigen Siegen. Ja, ich bin momentan noch dabei, also ihr seht, alle Kämpfe bisher in dieser Woche gewonnen. Ich versuche weiterhin alles zu gewinnen. Ja, das ist unsere einzige Aufgabe. Wir wollen heute alles gewinnen. Da wir noch 42 Schwerter übrig haben. Ehrlich gesagt, hier sind die meisten rot, ein paar sind gelb. Wir können auch die Brennenden angreifen. Ja, also ich meine 42 Schwerter, wir werden den Gegenkampf 100 pro gewinnen. Leidigstag versus The Lords. Okay, dann schauen wir mal uns an, was wir so haben. Wir haben 3 plus 2er. In letzter Zeit macht mir Theomas weniger Angst. Das war mein Ziel und ich bin froh, dass es geklappt hat. Das ist okay. Ich weiß noch nicht, was ich beim zweiten mache, aber okay. Dann haben wir hier... Molly. Ja, okay, Mollys hasse ich nach wie vor. Und dann haben wir hier den. Wieso will den keiner angreifen? Das ist jetzt meine Frage. Weil eigentlich sieht er easy aus. Gleichstand, erstes, zweites. Ich will den angreifen. Darf ich den angreifen? Ja, okay, der ist gelb sogar. Okay, dann greifen wir den an. Okay, wow, wir haben sogar noch Teams. Ey, das sind die Teams vom letzten Mal. Die sind hier noch gespeichert. Das ist das Ariel-Team. Das benutzen wir aber nicht. Nein, nein. So, oben benutzen wir trotzdem Kupfer. Warum nicht? Es ist so cool mit Kupfer. Ich liebe dieses Team. So, und unten benutzen wir Dede, Dede und Tiana. Also ich glaube nicht, dass diese Chloe langsamer ist als meine Tiana. Wenn doch, dann wäre es blöd. Aber eigentlich ist das gut. Gegner Galeone moved, also Gegner Chloe moved, vielleicht Gegner Galeone moved und Perna wird nicht moven. Und dann entfernen wir direkt unseren Defense Buff und den Attack Buff und können selbst Defense Barrack machen und Zyros tötet. Hoffen wir mal, dass es so klappt. Ja, wenn ich Chloe sehe in letzter Zeit, denke ich so, nimm Tiana. Bella wird sowieso resisted und dann Tiana ist so gut. Aber wir haben keinen Heiler hier, aber egal. Wir haben fällt euch was auf, in letzter Zeit habe ich keine Heiler mehr in Teams. YOLO, ja. So, erstes Team. Kein Problem, wir snipen zuerst Shazoon, damit der Heiler und Attack Buffer weg ist. Und dann gucken wir mal, wenn Theo keine Willruhen hat, dann bomben wir den, damit Endur direkt da ist. Und, habt ihr diesen Lag gesehen? Okay, kein Problem. Schaut auf Copper und dann machen wir Donnerschlag und bam, Shazoon ist tot. Und dann machen wir die Bombe hier drauf und dann ist Endur, glaube ich, schon da. Oder falls nicht, dann ist er im nächsten Turn da. Und Endur ist da. Und das Gute ist, er ist gestunt, ja. Das heißt, er kann erstmal keinen Schaden machen. Auch wenn er immer auf Ciara geht. Immer, ja, jedes Mal. Hat er so keine Chance. Also seht, easy. Easy, wir hätten auch ganz normal Cutter nehmen können, aber bei Cutter ist immer gegen Theomas die Chance, eine geringe Chance, aber dass dreimal die Schwerter auf Theomas geschossen werden und dann kann es hässlich werden. So, Chloe derbt. Okay, dann hoffen wir mal, dass wir resetten können mit unserem Zyros. Erstmal Armor Break, sehr gut. Ich mach das hier, bam, weil das ja ein Wassermonster ist. Sehr gut. What the fuck? Ich habe zwar fast keinen Crit Rate auf Galeone. Wie schon gesagt, damals wegen Kamis. What the fuck? Zyros Double No Crit. Zyros muss dringend verbessert werden. Ich mach erstmal das hier, bam. Dann mache ich jetzt das hier. Haben wir resettet? Ja, okay. Haben wir sogar einen gelben besiegt. Wegen Kamis habe ich ja keine Crit Rate drauf, aber trotzdem crittet er irgendwie öfter, als es eigentlich normal wäre. So. Wir sind auch immer im Sieg. Ja, wir sind momentan Nummer 1 mit 7,1%.
Na, wir müssen weiterhin jeden Kampf gewinnen. Jetzt wird's aber hässlich hier vorne. Was ich sagen wollte, bei Orions und Chloe, man weiß nie, ist das jetzt ein langsamer Orion? Weil warum nimmt man eine Chloe? Also für Immunity und Unbesiegbarkeit, wenn der Orion schnell ist und sowieso die Attack-Leiste nach vorne pusht und dann Theomas zum Zug kommt und vielleicht proct und dann Immunity weg ist. Wieso? Und da ist man sich nie sicher. Okay, was haben wir hier? Orions, ja, aber... okay, nehmen wir dann... ja, darf ich? Gut, ich möchte Lord Alex nehmen, ja? Ich habe keine Lust auf Orion Shit heute. So, gleiches Prinzip, hä? Gleiches Prinzip. Ja, oder? Oder sollen wir unten was anderes nehmen? Wir können auch unten was ganz anderes nehmen. Ich meine, da ist jetzt kein Galeone da. Wir können unten das hier nehmen. Zack, zack und Shazoon. Ah, nee. Wartet, wir müssten ja auch strippen. Ich weiß, Orion ist Stripper, aber wenn man Orion selbst benutzt, dann strippt er nie. Ja, helft mir. Oh, wir nehmen Tiana. Ja, warum nicht? Ich meine, unsere Tech-Leiste wird gepusht. Wir können auch Oblivion nehmen. Nehmen wir Oblivion? Ja, machen wir so. Wieder keine Heiler. Bella wäre, glaube ich, besser. Aber egal. Ja, ein Gildenmitglied ist mir jetzt egal. Wir gewinnen sowieso, ja. Also, ich glaube, heute Abend in dem Gildenkampf, der wird ein bisschen früher dann für mich. Also, ich werde den dann starten im Video. Und dann haben wir ja freie Auswahl. So. Genau das Gleiche. Wir töten zuerst Shazoon. Natürlich sollte man zuerst Theomas töten. Aber da Theomas nicht getötet werden kann im ersten Turn, muss man diejenige töten, die gesniped werden kann. Selbst Schildruhen, kein Problem. So, zack. Endur ist dafür hier jetzt da und er proct, aber kein Problem. Also, Schildruhen können vielleicht die Bombe von Ciara nicht Endur poppen lassen. Aber alles gut. Auch wenn der Triple Stun gemacht hat, kein Problem. Bitte töte nur nicht meine Ciara. Bitte lass sie am Leben. Okay, wartet. Wartet, was soll ich machen? Ich hält mal den Stun auf, dann ist der Stun schon mal weg. So, und jetzt Attack-Leiste zurückpushen. Sehr gut. Und Bombe. Bam, ich liebe das Team. So. Chloe moved. Jetzt kommt Tiana. Und jetzt arbeiten wir einfach mal an Perna. Toffen auf Oblivion, sehr gut und goodbye und jetzt, naja, eine Bella und eine Chloe werden uns nicht töten, auch wenn wir keinen Heiler haben und die zwei, warum sollten die uns töten? So, und die Bella hat irgendwie, na okay, doch nicht. Ich dachte irgendwie, die hat Resistance, weil irgendwie mein Armor Break erst nicht landen wollte, aber wir procken heute, holy shit. Nicht, dass wir es jetzt hier gebraucht hätten bei den Gegnern, aber gut, bisher... Nach wie vor alles Wins in dieser Woche. Ich find's gut, ja. Das ist ein entspanntes Gefühl. So, ja, ich habe da vorne ja den einen Game gemacht. Dann dürfen wir auch hier Brände machen. Ich will jetzt keinen Nuller da machen. Was hat er denn gemacht? Achso, wir haben beide gleichzeitig gewonnen. Okay. So, jetzt noch plus 1er. Einmal, ciao. Oh, Double Drachenritter. Okay, das ist interessant. Was haben wir hier? Gleicher fucking Shit vorne. Das Team klappt nicht. Das hatte ich selbst, aber okay. Und hier haben wir das. Ja, okay. Der ist mehr rot als der. Ich wollte eigentlich den machen. Ich weiß mal, was Neues wäre, aber wir machen den jetzt hier. Ja, ich will ja auch meiner Gilde irgendwie ein bisschen helfen. Sagen wir oben... Jetzt die Frage, sollen wir oben Cutter benutzen oder weiterhin Kupfer? Cutter oder Kupfer? Was sagt ihr? Cutter oder Kupfer? Normalerweise würde ich hier im ersten Turn den snipen, was ich auch mache. Aber dann hat sie Attack Buff, aber egal. Cutter oder Kupfer? Ich bleib dabei. Und unten nehmen wir, ihr sagt ja immer, ich sehe so selten Kami. Ich benutze Kami fast in jedem Gildenkampf. Nur selten in Videos. Warum, weiß ich auch nicht. Wir benutzen jetzt hier Kami, meine Lieblingscomp gegen dieses Team. Das ist einfach... Sarahs
ich finde Zyros nicht so gut in der Defense. Da muss es schon ein richtiger Killer Zyros sein, damit der klappt. Aber meistens die Teams, na. So, okay. Ja, dürfte eigentlich klar. Haben wir dreimal Kupfer. Ihr seht, wie gut dieser Kupfer ist. Das ist ein einfaches 3-Sterne-Monster, oder? So gut. Immensity war... Oh, jetzt hat er sogar Willowhund auf Theomas. Immensity war ja Hall of Hero. Und, ja gut, Ciara kann man nicht so schnell bekommen. Aber dafür hat man bei... Kann man anstatt Ciara Bulldozer benutzen. Oh, wer? Ich will keinen Loose diese Woche bekommen. Okay, er geht auf ihn. Er ist relativ tanky. Kein Armor Break. Sehr gut, weil wir auch ein bisschen Resistance haben. Sehr gut. Bisher ist noch alles perfekt. So, wir können jetzt Wüstenwind machen. Vielleicht stehlen wir den Turn. Stun. Okay, wir haben den Turn gestohlen. Gestohlen, ja, ja. Aber ich gehe jetzt auf Shazoon und dann mache ich einmal das hier. Dann ist Shazoon schon mal gestunt, weil Enduro ist ja bei ihm sowieso schon da. Jetzt macht er das, ich töte. Und dann können wir jetzt das machen. Und wir können das machen. Und wir können das machen. Ich weiß, Ciara ist so gut. Aber wie gesagt, man kann auch Bulldozer benutzen. Der macht's. Der ist genau gleich. Der ist sogar vielleicht... Der kann sogar mehr Schaden machen. Der kann Ignore Defense machen. Nur ihr müsst darauf achten, der ist Feuer. Ja, also gegen Wassermonster kann er dann nichts machen. Also gegen Theomas zum Beispiel. Aber der könnte dann... Je nachdem, wie die Shazoon gebaut ist, könnte der Shazoon snipen. So, und dann machen wir einmal jetzt das hier. Können ja leider nicht den zweiten Skill machen, weil wir... Hey, meine... Ganz ehrlich, wenn ich mal meine Runen von Kami ansehe, so shit, und sie ist trotzdem so gut. Also, wenn Kami gute Runen hat, ist die unaufhaltsam. Mehr als unaufhaltsam. Die ist so gut. So gut. Einfach, ich würde die... Wenn eine Comp ist, wo ich Kupfer nicht gegen Theomas benutzen kann oder Cutter nicht gegen Theomas benutzen kann, muss ich Kami nehmen. Weil Kami kann einfach nicht gesniped werden. Die ist so viel sicherer als Theomas, also als mein eigener Theomas. Aber die ist mir zu langsam. Ich arbeite an Runen, aber es kommt irgendwie keiner. Nach wie vor nicht. So, wir sind noch immer im kompletten Win. Yes. Ja? Okay, also. Was? Okay, Verteidigung. Ich wollte gerade sagen, was? Seit wann habe ich einen Gleichstand eingebaut? Okay. Wins. Ja, alles Wins. Sehr gut, sehr gut. Ich bin stolz. So, heute Abend ist dann die Entscheidung, ob wir weiterhin bei den Wins bleiben. Aber ich muss noch zwei Sachen zeigen, bevor ich Part 1 von diesem Video beende. Also, das wird aneinandergehängt, also keine Panik. Ich verschwinde gleich. Nicht einer hat gesagt... Zeig mir mal bitte deine Roulette-Punkte. Wir sind heute natürlich am 23. September. Ja, wir haben heute den 23. September. Also ist ein Tag hinter euch. So, das sind meine Roulette-Punkte. Momentan habe ich 900. Wir können sogar noch ein bisschen drehen. Also ich habe schon das Devilmon bekommen. Ist schon in meinem Lager. Und ich habe vorgestern beim Weltenboss, ja. Ich hatte die schlechteste Ausbeute ever. Ja, so schlecht wie noch nie. In den zwei guten Chests hatte ich nur... Hey, komm, bitte gib mir was anderes. Ich brauche alles andere als Mana, ja? Bitte, gib mir eine mystische. Oder Energie. Ich habe nur so Shit-Runen bekommen. Also weiße und grüne Runen. Und alles Mana. In den zwei guten Truhen beim Weltenboss. Und ich dachte so, oh, das ist ein schlechter Tag. Wo sind die schon weg? Ja, und dann... In der letzten Chest, ja, ich glaube, es ist B- bei mir, von Devilmon. Ich so, oh, das hat sich jetzt gelohnt. Also ich bin hiermit schon durch. Und einer hat sich noch gewünscht, dass ich meine Materialien zeige. Hier seht ihr, meine Essenzen sind nicht so viele momentan. Und hier sind die Materialien. Auch nichts Besonderes, ist nicht wirklich viel da, leider. Aber ich benutze die ja sowieso, also ich habe noch nicht die gefarmt oder so. Und für meinen Homunculus habe ich jetzt momentan auch nicht weiter gefarmt, also ist noch genau gleich. Weil mir sind die Runen erstmal wichtiger, bevor ich mich hier umkümmere. So, können wir noch irgendwas herstellen, bevor ich uns dann... uns fehlt noch ein bisschen was. Ah, nicht euer Ernst! So wenige Teile fehlen uns, okay. Dann entlasse ich euch und wir sehen uns. Ihr bleibt da, ja, ihr könnt euch jetzt was zu trinken holen oder was zu essen und jetzt Pause machen. Aber in 2 Sekunden geht's weiter mit Gegenkampf Nummer 2. Wir müssen weiterhin beweisen, dass wir alles gewinnen, ja? So. Ich hoffe, ich kann jetzt nicht die Verabschiedung machen. Das ist komisch. Okay, dann würde ich sagen,
Naja, First Gildenfight war gut. Hoffen wir, dass der zweite auch so gut läuft. Dann bis gleich. Da sind wir wieder. Gildenkampf ist gewonnen, natürlich. Und alle Mitglieder haben angegriffen. Perfekt, Heaven startet jetzt einen neuen Gildenkampf. Und wir sind weiterhin auf dem Weg, alles zu gewinnen. Ja, erstmal Sieg, bla bla, sehr schön. Freut mich, komm, geh weg. So, nächster Kampf. Let's go, baby. What the fuck? Versus Rahm Schwarz. Okay, okay. Oh Gott. Das ist lustig. So, schauen wir uns mal. Wir haben, ich dachte irgendwie, die Gilde ist größer, aber die ist nicht so groß. Schade. Das heißt, wir müssen bis auf 15% die runterwerfen. Okay, schauen wir uns erstmal die Plus 2 an. Windpanda Kami. Okay. Hier haben wir Brand, ja, okay, hier, das ist eine, die habe ich auf meiner FL drauf, die können wir machen, wir haben ihn, okay, was ist das erste Team bitte, das ist irgendwie ein bisschen verwirrend, dann ist Wähler Damage Dealer, okay, ich glaube, ich greife sie an, weil sie auf meiner FL ist, dann mache ich sie mal, okay, so, erstes Team. Wir kennen das Ding, ja? Gleiches Prinzip. So, unten machen wir aber was anderes. Wir haben Wasser Damage Dealer. Sollen wir... Oh, ich will einfach Tiana nehmen, ja? Ich will einfach Tiana nehmen. Ich wollte die eigentlich mit Kata kaputt machen, weil es so verlockend ist. Einfach Tiana, Quebe, Kata, aber Nana. Ich nehme aber... Oder soll ich Bella nehmen? Na, ich weiß, ihre Annabelle ist nicht schnell. Ich kenne sie. Also, sie hatte die als Rap. So, und dann benutze ich das, ja. Und Orion, soll ich Orion nehmen? Ich glaube, Orion ist okay. Orion oder soll ich Kami nehmen? Kami? Kami ist cooler. Dann nehme ich Kami. Oder Orion. Na, ich nehme Orion. Orion, ja? Machen wir das hier? Ich glaube, dürfte kein Problem sein, ne? Ja, wir entfernen erstmal und dann machen wir Defense Break und dann macht Theo irgendwas und GG. Okay. Meins in the back. So, also ich glaube, ich sehe ja irgendwie keinerlei Problem. Okay. Bei den anderen gucken wir mal, wen wir so haben. So, schaut auf Kupfer. Dann machen wir jetzt erstmal wieder Shazoon kaputt. Bam. Get wrecked. Und dann machen wir es gleich wie eben. Widerstand, sehr schön. Ich sag's euch. Okay, er geht. Oh. Er prockt, aber er geht nicht auf. Hey, nur weil ich dich auf der FL hab, darfst du mich nicht, hey, nicht mein Immensity, mein armer Immensity, das ist nicht fair, das ist nicht mal jetzt einfach die Bombe hier drauf, weil wir Endure jetzt poppen, Gott, jetzt haben wir keinen Kupfer mehr in diesem Gildenkampf, das ist böse, ich wollte doch Kupfer benutzen, hey, das ist, okay. Ich muss gestehen, wir haben in dem ersten Gildenkampf von diesem Video nur Kupfer benutzt. Ja, dann dürfen wir jetzt kein Kupfer mehr benutzen. Okay. Einfach Tiana so gut. Weil es kann einfach nicht resistet werden. Jetzt machen wir das hier. Oh, Stun of Ana, sehr gut. So, und jetzt können wir das hier machen. Bam. Get wrecked. Und dann können wir... Tiana macht hier sogar eigentlich decent Damage. Wenn die Gegner dann dementsprechend schnell sind und sie hiermit crittet. So, das macht jetzt nicht viel Schaden, weil die jetzt Feuer ist, aber trotzdem. Tiana ist so gut. Also, ich finde die unglaublich. So, und jetzt bam. Und bam. Und bam. Und bam. Get wrecked. So, jetzt plus 3er. Ohne Kupfer wird's hart. Kupfer ist mein neues Lieblingsteam geworden. Okay, wir haben nur 3. Einmal das hier. Okay, einmal... Das hier wieder Windpanda. Und einmal das hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir machen. Okay, wir hätten sowieso keinen Kupfer nehmen können. Weil zweimal Feuer ist. Wen soll ich angreifen? Das ist immer so die Qual der Wahl. Normalerweise lässt mir die Gilde ja keine Wahl. Weil immer schon Orange dabei sind oder Brände. Und hier kann ich jetzt auswählen, was ich will. Oben können wir... Ich weiß nicht, wen sollen wir nehmen? Windpanda. Oder das hier. Was wollt ihr denn sehen? Sagt es mir. Ich glaube, ich nehme das hier.
Ja, soll ich das hier nehmen? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was wir nehmen sollen. Ich wollte doch Kupfer nehmen. Mann. Hey, was habt ihr wieder angestellt? Okay, oben könnten wir Thessarion. Ja, sollen wir Thessarion nehmen? Thessarion und Shazoon? Sieht ganz okay, aber was machen wir unten? Das ist die Frage. Oder der hier. Aber was machen wir gegen den... Wartet, okay. Wartet. Okay, haben überlegt. Wir wollen alles gewinnen, aber ich will lustige Sachen machen. Ich weiß, wir machen jetzt was Gefährliches. Ja. Wir machen jetzt Zyros, Tiana gegen Windpanda, Theo. Ich weiß, Theo ist Wasser. Ich weiß. Ja, Geduld, ja. Keine Panik, wir gewinnen alles. Und unten... Wartet mal ganz kurz, ich höre Stimmen. Okay, ich bin wieder da. Ich weiß nicht, was los war, aber okay. So, also ich weiß nicht, was ich gehört habe, aber also es war gar keiner da. Okay, was wollte ich denn jetzt hier machen, das ist die Frage. Was hatte ich geplant, könnt ihr mir sagen? Theomars ist gefährlich wegen Windpanda. Aber egal. Egal. Machen wir das hier. Und... Dann machen wir... Sollen wir Thessarion nehmen? Thessarion und Shazoon? Oder hat der Villeroon? Der Villeroon? Ich glaube nicht, dass der Villeroon hat. Selbst wenn... Sollen wir Bella nehmen? Oder... Shazoon? Ich bin so im Hype, weil wir alles gewinnen wollen. Ich glaube, ich nehme Shazoon. So. Dürfte eigentlich klappen, oder? Selbst wenn er Villeroon hat. Na, ich vertraue mal, dass wir gewinnen. Ah, es könnte sein, dass das unsere erste Niederlage im Gildenkampf in dieser kompletten Woche wird. Hoffen wir, dass es... Nein! Nicht dein fucking Ernst! Deine Chloe ist nicht slower. Ach, okay. Zyros, bitte komm zum Zug vor dieser Chloe. Bitte... Bitte, Zyros, komm jetzt zum Zug. Zyros. Oh. Okay. So, erstmal gucken. And. Okay. Die sind viel zu slow. Gegenangriff. Okay, geh auf. Nein! Mistkerl. Nein. Wie die Chloe einfach so 5000 crittet. Lass meinen Zyros in Ruhe. Boah, die waren slow. Ah, stirb. Sehr gut. Hey. So, jetzt aber. Okay, zweites Team ist jetzt spannend. Keine Wille. Okay. Soll ich? Ich wollte den... ich weiß nicht, wie tanky der Zyros ist. Eigentlich hätte... Na, ich wollte eigentlich den Windmonkey schon mal die Passive blocken. Weil die ist hart. Aber okay. Kein Problem. Ich habe irgendwie gedacht, dass sie stärker sind. Ah, okay. Sehr ganz... Also, ich freue mich. Nein! Okay, sehr gut. Stunt er mich und okay. Ah, Gott sei Dank, okay. Ich weiß nicht, in letzter Zeit, ich benutze so gern Kupfer. Ihr habt es ja im ersten Video gesehen. Ich habe fast nur Kupfer benutzt. Weil das einfach... Das ist so safe. Im ersten Turn ist einer direkt weg. Und der nächste wird mit der Bombe direkt gestunt. Das ist so cool einfach nur. Ich mag das Team unglaublich gern. Und Cutter müssen wir auch wieder benutzen. Versuchen wir jetzt im letzten Kampf einen Cutter zu benutzen. Ja, so. Cutter. Irgendwo Cutter. Okay, wir haben mal das hier. Es ist schwierig, Cutter zu benutzen irgendwie momentan. Ich weiß nicht. Bevor ich Kupfer hatte, habe ich überall, wo ich Kupfer benutzt habe, Cutter benutzt. Aber jetzt kann ich... Doch, ich kann Cutter benutzen. Hier, das erste Team könnte ich... Warte, ich bekomme eine Nachricht auf Twitter. Jetzt habe ich es nicht lesen können. Im ersten Team könnten wir Cutter benutzen, wenn da keine Chloe wäre. Aber da ist leider eine Chloe. So. Und hier ist auch wieder eine Chloe. Oh. Ich wollte Cutter. Können wir irgendwo Cutter benutzen? Nummer 1. Nummer 1 könnten wir Cutter benutzen. Aber da ist die Chance, dass wir dreimal auf Theomars schießen. Das ist nicht so schön. Wieso benutzen die so viele Chloes? Das ist you. Überall sind Chloes.
In jedem. In jedem. Nicht euer Ernst. Ich wirklich, in jedem sind Chlois. Okay. Beim zweiten können wir keine Cutter benutzen gegen Kuma und Kam. Ach, schade. Was sollen wir machen? Wir können keine Cutter benutzen. Das ist schade. Wenn hier irgendwas anderes außer Chloe wäre, könnten wir Cutter benutzen. Ärgerlich. Okay, aber kein Problem. Dann machen wir... Wen sollen wir nehmen? Ich denke, den hier oder... Ich glaube, ich nehme den. Knight. Okay. So, oben. Was machen wir oben? Oben machen wir... Ich kann nicht das gleiche machen, oder? Mit Cyrus. Na. Heaven, übertreibt nicht. Mach nicht so viel Shit. Unten können wir... Ich weiß nicht. Ich bin so hin und her gerissen. Ich habe momentan irgendwie YOLO-Mentalität. Haltet mich davon ab. Wir wollen alle gewinnen. Soll ich Kata benutzen? Na. Okay. Wenn wir oben... Soll ich oben wirklich Cyrus benutzen? Na, kein Cyrus. Mal oben das hier. Ja, so, mache ich das. Dann snipen wir einfach Theomas und dann können die nichts machen. Was mache ich unten? Wir haben Feuer und Wasser. Und dieser Dingsbums Jotan wird uns Armor breaken. Also wir können ja auf jeden Fall schon mal Shazoon einbauen als Tank. So, ansonsten... Ich will irgendwie Cutter benutzen, aber nein, das geht nicht. Oder sollen wir doch Cutter benutzen? Cutter? Nee. Die Camilla wird uns töten. Also die wird nicht sterben. Also keiner hiervon wird sterben, wenn wir das so machen. Und Cyrus kann ich auch nicht benutzen. Sie kann ich benutzen, aber Kuma, das ist nicht so cool. Wie sieht's denn aus mit... Okay, wisst ihr was? Ich habe mich für ein neues Team entschieden. Ich mache jetzt das. Dann Armor Breakthrough Tarn meine Bella. Und Kami geht auf Bella. Und Kuma geht auf Ciara. Aber, weil wir Kuma als erstes snipen werden. Okay, der wird nicht gesniped. Aber wir, hey, komm, ich weiß nicht. Ich will einfach mal das testen. Ja, ich will was Neues testen. Testen wir einfach mal das. YOLO, Hilfe. Das, okay, jetzt stellt sich raus, ob wir alle Kämpfe gewinnen oder ob wir nicht alle Kämpfe gewinnen. Ich saß jetzt hier wirklich und hab... Nicht euer Ernst, was ist hier los? Wenn die alle Chlois in der Def haben, warum sind die dann slow und haben keine Villeronen? Um mich zu ärgern wahrscheinlich. Oh my god. Dieser Widerstand. Armor Break. Oh my god. Danke. Das war scary. Ich verstehe es manchmal nicht. Das Spiel ist manchmal so dumm. Richtig dumm. Mein Tessarion hat 70 Accuracy oder so. Mein Theomas 2%. Tessarion, kein Armor Break. Und Theomas, Armor Break. Beim zweiten. Egal. Ja, aber okay, das war lucky. Gott sei Dank. Okay. Jetzt muss noch Team Nummer 2 klappen. Warum, wie auch immer, dieses Team klappen soll. Seitdem ich ja ranbekommen habe, habe ich ihre Runen nie verändert. Aber hey, dann seht ihr mal neue Teams. Ihr wollt ja neue Teams sehen. Dann haben wir mal ein bisschen Abwechslung drin. Ich hätte sogar einen Kupfer benutzt. Schade, dass wir keine Cutter hier benutzen konnten. Aber egal, machen wir beim nächsten Gegenkampf irgendwo ein Cutter-Team wieder. Das Problem ist hier, wie gesagt, diese Chlois hier. Ich hatte noch nie so einen Gegenkampf oder seit langem nicht mehr so einen Gegenkampf, wo überall Chlois waren. Weil einfach dieses Feuermonster und diese Unbesiegbarkeit und dann könnten die zwischen Cutter und dem Team kommen und dann ist shit. So, zweites Team, okay. Wir arbeiten ja an Kuma. Komm, bitte ab. Mal Break. Okay, sehr gut. So, Bombe. Sehr gut. Sitzt und bitte critte nicht Schultern. Sehr gut. Oh, what? Okay, wartet. Wir töten jetzt. Bam. Oh mein. Okay, der wäre durch den Dot gestorben, aber kein Crit. Kein Crit. Double no Crit. What the fuck? Double no Crit. Du dummes Mistding. So, wir müssen den Armor Break jetzt leider entfernen. Warte, was macht das? Greift zweimal kontinuierlicher Okay, Angriffsbalken zurücksetzen. So, Angriffsbalken zurücksetzen. Sehr gut. Jetzt können wir heilen. Das Team klappt. Warum auch immer. Ich will den Dingsbums nicht angreifen, weil der mir die ganze Zeit
Schaden zurück macht. So, jetzt können wir das machen. Bam. Okay, jetzt können wir das machen. Bam, Slow und Bomber. Boah, ich frage mich, wie dieses Team geklappt hat, aber es hat geklappt. Yes, baby. Okay, wir sind nach wie vor im Rennen. Um diese Woche, die zweite Woche in Folge, alle Gegenkämpfe zu gewinnen. Jetzt habt ihr ein Doppel-Gegenkampf-Video gesehen. Schauen wir uns ganz kurz an. Win, win, win. So, wir sind nach wie vor dabei. Gott, hier. Alles erfolgt. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin froh. So. Ja, es war jetzt hier ein bisschen anstrengend. Ich weiß nicht. Ich saß den ganzen Tag wieder an meiner Bachelorarbeit, habe nochmal alles durchgelesen, nochmal alles überarbeitet. Mein Hals tut weh. Und ich habe einfach gedacht, bitte, komm, werd spät. Ich will endlich den Gegenkampf starten und aufnehmen. Ich hatte nämlich richtig Lust auf diesen zweiten Gegenkampf heute. Und es hat geklappt. Yes. So, nochmal viele Grüße an, wie heißt sie eigentlich? Tingilia, glaube ich. Hier. Tingilia. Schade, dass ich sie jetzt getötet habe, aber gut. So, wenn ihr mehr Doppel-Gegenkämpfe sehen wollt, nochmal so als Special irgendwann, dann schreibt sie in die Kommentare. Ich liebe Gegenkämpfe und ich denke, die müssen öfter auf YouTube gezeigt werden, weil... ja gut, manche mögen Gildenkämpfe nicht. Ich verstehe es eher, wenn manche nicht Arena mögen. Aber ich mag Gildenkämpfe unglaublich. Ist, glaube ich, das Spannendste im Spiel. Gildenkämpfe machen mir am meisten Spaß. Wenn man da einfach so... na gut, man kann sich auch richtig aufregen, aber man kann so Teams testen und so richtige Comps. Vor allem diese Kupfer-Comp, die ist so cool. Die macht unglaublich viel Spaß. Naja, jetzt aber. Jetzt kann ich die Verabschiedung machen, nicht wie bei Part 1. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich habe gehört, wenn ihr diesem Video ein Like gebt, bekommt ihr dieses Devilmon-Pack geschenkt von Comtours. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, Comtours zu überreden, aber die haben gesagt, wenn ihr diesem Video ein Like gebt, bekommt ihr dieses Pack gratis geschenkt. Ja, die Sachen, die ihr hier seht, sind in eurem, wie heißt das hier eigentlich, in eurer Truhe. Ja, in eurer Truhe sind diese Packs dann einfach anzufinden. Und ich denke, das ist ein gutes Angebot. No scam, no joke, 100% real. Devilmon Pack für einen Like. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.